Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich liege jetzt hier rum, um euch mal ein bisschen jetzt endlich den praktischen Teil zu meinem Video Angst im Wald näher zu bringen. Das ist schon ziemlich alt besagtes Video und lange hatte ich vor, jetzt mal den praktischen Teil endlich nachzuliefern. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt gibt's den. Dazu sei kurz erwähnt, das richtet sich jetzt mal ausnahmsweise an Anfänger, dieses Video. Ich habe nicht so viele Anfänger unter meinen Abonnenten, soweit ich weiß, aber nichtsdestotrotz wollte ich mal wenigstens ein bisschen Anfängerzeug machen. Und ich finde die Thematik selber sehr interessant. Vielleicht hat der eine oder andere Nicht-Anfänger trotzdem irgendwie Spaß dran. Es soll jetzt ein paar Tipps geben, eben wie geht man damit um, wenn man im Wald ein bisschen Angst hat des Nachts. Und wie kann man sich ein möglichst ideales Lager errichten, um trotz einer gewissen Angst im Wald die erste Nacht vielleicht oder die zweite Nacht im Wald gut zu überstehen. Und da so ein paar Tipps einfach jetzt für mit auf den Weg. Das gibt's jetzt. Also, das zunächst einmal Wichtigste ist erstmal die korrekte Wahl des Lagerplatzes. Ich werde zu Lagerplatzwahl insgesamt auch nochmal ein Videochen machen, wie man den idealen Lagerplatz findet für die gegebenen Bedingungen und je nachdem, was man halt gerade haben möchte. Um es vorwegzunehmen, es gibt nicht den perfekten Lagerplatz, es gibt nur für bestimmte Parameter den optimalen Lagerplatz, je nachdem, was einem gerade am wichtigsten ist. Aber da wir es ja jetzt hier mit der Angst im Wald zu tun haben, brauchen wir einen Lagerplatz, der möglichst gut geschützt ist vor Leuten und Tieren, die einem was tun wollen. Oft ist es so, dass man nicht beides gleichzeitig haben kann. Hier habe ich jetzt einen Lagerplatz gewählt, der optimal vor Leuten schützt. Also ziemlich gut, vielleicht nicht optimal. Mir wäre noch was Besseres eingefallen, aber das ist so weit weg. Also Nummer 1, Tipp Nummer 1, erstmal die Umgebung erkunden. Das tun wir jetzt. Beim Erkunden der Umgebung ist natürlich erstmal wichtig, dass man sich vergewissert, dass im näheren Umkreis, also näherer Umkreis meint 300 Meter in alle Richtungen, schon mal kein Hochsitz zu finden ist. Außerdem sollte ebenfalls 300 Meter in jede Richtung am besten keine Waldstraße gelegen sein. Das ist ganz oft nicht zu erreichen, dieses Ziel. Dann sollte man halt schauen, dass man weiß, wo die nächste Waldstraße ist und in die Richtung besonders aufmerksam ist, in Anführungszeichen. Dieses Wägelchen, was ich hier übrigens habe, das ist ein alter Maschinenweg, der wird quasi nicht mehr genutzt, das weiß ich. Aber auch im Normalfall sollte so ein einfacher Weg, der jetzt gar nicht großartig ausgebaut ist, sondern wirklich nur so ein Trampelfädelchen ist und auch mit Grünzeug bewachsen, das ist nicht so schlimm. Da könnte ruhig mal eine Nacht oder zwei an sowas verbringen, dass da jemand vorbeikommt, ist in der Regel sehr unwahrscheinlich. Kommt auch so ein bisschen aufs Gelände an. Und worauf ihr auch noch achten solltet, ist die Durchforstungsdringlichkeit in dem Wald, in dem ihr euch befindet. Weil, wenn es entsprechend nötig ist, dass hier der Förster kommt und eingreift, ist natürlich die Chance, dass ihr dann irgendwann gestört werdet bei eurer Tätigkeit, die ihr draußen ausübt, höher, als wenn ihr irgendwo hockt, wo in nächster Zeit nicht mit dem Förster zu rechnen ist. Woran erkennt man das jetzt? Naja, also im Beispiel hier habt ihr hier so viel Loch im Kronendach und so viel Licht auf dem Waldboden, dass kein Mensch auf die Idee kommen würde, hier noch mehr Bäume wegzunehmen. Hier drüben ist es zwar schon wieder erheblich schattiger, aber allein durch die Tatsache, dass hier drüben auf der Seite eben so wenig Bäumchen stehen, alte Bäume, dass da hinten da diese Dickung, darauf kommen wir noch später zu sprechen, dass hier der Förster erstmal ziemlich arbeitslos wäre in Sachen Holzfällen. Also könnt ihr auf sowas mal achten, dass ihr euch einen recht lichten Wald raussucht. Ein lichter Wald hat natürlich auch noch zusätzlich den Vorteil, dass man sieht, was kommt, wenn was kommt. Das ist also dann Tipp Nummer 2. Schauen, dass man sich ein Plätzchen mit einer gewissen Aussicht in Anführungszeichen organisiert, das aber trotzdem nicht von allzu weit einsehbar ist. Im Fall von meinem Lager kann ich ein großes Stückchen Wald überblicken und habe hier vorne wirklich ein richtig schön großes Plateau in Anführungszeichen an überblickbarer Fläche. Gleichzeitig weiß ich, dass von da unten voraussichtlich so schnell niemand kommen wird, weil ich befinde mich hier auf einem erhöhten Plateau, wenn man so möchte. Und wenn man da hinten hochkommen möchte, muss man erst hochkraxeln. Das ist schon mal was, das tut nicht jeder und schon gar nicht gerne. Das bietet also so ein bisschen zusätzlichen, ist eher unwahrscheinlich, dass hier jemand hoch will, Schutz. Außerdem,
Hier vorne fällt das Ganze steil ab und da kommt garantiert niemand hoch, selbst wenn er wollte. Also da kann man gar nicht, das ist wirklich eine Steilwand. Hilfreich ist natürlich auch, wenn man in eine Richtung sein Lager vor etwas errichtet, was einen aus einer Richtung gesehen vor Besuch schützt. Das ist bei mir auch der Fall, allerdings nur vor menschlichem Besuch, denn ich hause hier vor so einem undurchdringlichen Dickicht. Das heißt, man kommt da schon durch, aber auch das ist wieder was keiner freiwillig machen wird. Und B, wenn er versucht, da durchzukommen, wird er hier von den Wildschweinen gefressen, die da drin wohnen. Ignoriert das mit den Wildschweinen, hier gibt es natürlich keine Wildschweine in diesem Dickicht. Genau da drin habe ich schon mehrfach keine gesehen. Genau. Ja, also so viel zur Wahl eines möglichen Lagerplatzes. Einfach mal ein bisschen auf geschützte Lage achten. Hell genug, dass man auch nachts einigermaßen wenigstens ein bisschen was sieht. Und dann hat man es eigentlich. Jetzt für die erste Übernachtung im Wald hinsichtlich Faktor, ich habe erstmal ein bisschen Angst, mir ist erstmal ein bisschen mulmig zumute. Wichtig ist übrigens auch der Bodenbelag, dass man sein Lager irgendwo errichtet, wo vom Bodenbelag her es nicht möglich ist, sich großartig anzuschleichen, weil auf so einem Untergrund, wie ich ihn habe, es einfach quasi nicht möglich ist, sich anzuschleichen, ohne entsprechende Geräusche zu tun, zumindest nicht als Mensch. Also selbst wenn ich ganz versuche, hier jetzt ganz vorsichtig aufzutreten, vergesst es. Das geht einfach nicht. Und schon gar nicht mit schwereren Schuhen. Also man macht hier einfach Geräusche, wenn man läuft. Das lässt sich nicht vermeiden. Dementsprechend erzeugt ein eventueller Störenfried auch eine entsprechende Geräuschkulisse, wenn er sich dann des Nachts nähern würde. Ist doch schon mal gut zu wissen. Auch wenn man aufgrund des Wetterberichts sicher sein kann, dass es nachts nicht regnen wird, würde ich jedem empfehlen, für die ersten Nächte oder die erste Nacht im Wald trotzdem irgendein Dach aufzuspannen, allein wegen dem Gemütlichkeitsfaktor. Man fühlt sich halt einfach geborgener, wenn man ein bisschen was über dem Kopf hat. Und man kann ja immer noch dann quasi den Kopf seitlich raushängen lassen, wenn man gerne die Bäume bzw. den Sternenhimmel, den es dann ja bei gutem Wetter im Wald durchaus zu sehen gibt, wegen der Abwesenheit von natürlichen, künstlichen Lichtquellen. Wenn man das genießen möchte, kann man das natürlich trotzdem tun, obwohl man sich halt eine Plane hingehängt hat oder man stellt im Laufe der Nacht fest, oh, es ist so schön unter freiem Himmel, ich ziehe mal kurz neben meine Plane um. Das ist ja dann auch kein Problem. Zum Aufbau der Plane macht, was euch beliebt. Da gibt es jetzt nicht die ideale Anfängerbauweise, die in irgendeiner Form jetzt hinsichtlich der Gemütlichkeit oder beziehungsweise des Angstfaktors eben irgendwelche besonderen Einflüsse hätte. Theoretisch könnte man jetzt sagen, man verbringt seine erste Nacht im Wald im Zelt, abgesehen davon, dass das halt eben in Deutschland verboten ist, hätte das aber den Vorteil, dass das natürlich nochmal ein geschlossener kleiner Raum ist, in dem man tatsächlich auch geschützt ist, weil so ein Zelt, Tiere können nicht wahrnehmen, dass das nur eine ganz dünne Folie ist. Für die ist das erstmal ein Hindernis. Die rennen da normalerweise nicht dagegen, wenn, dann fliegen sie über die Zeltschnur und die versuchen auch nicht, das einzureißen oder anzugreifen oder sonst was. Also so ein Zelt schützt tatsächlich auch vor den gefährlicheren Wildtieren recht gut. Bei Bären ist es so ein bisschen weniger hilfreich, bei den allermeisten anderen schützt das schon nochmal zusätzlich. Also wenn ihr jetzt wirklich nicht hinkriegt, ohne ein Zelt zum ersten Mal im Wald zu übernachten, dann könnt ihr natürlich auch mal mit dem Zelt anfangen und dann später erst zu so einer offenen Konstruktion wie dieser hier, unter der ich hier sitze, übergehen. So, für den eigentlichen Übernachtungsvorgang wäre zu sagen, deshalb auch die erste Nacht vorzugsweise im Sommer, wenn ihr einfach nur eine Decke verwendet statt eines Schlafsacks, ich habe jetzt keine dabei, aber habt ihr den großen Vorteil, dass ihr die Decke einfach zur Seite schmeißen könnt, aufspringen könnt und präsent seid, wenn irgendwas sein sollte. So ein Schlafsack hat halt den großen Nachteil hinsichtlich der Sicherheit, dass man da erstmal raus muss. Das kann je nach Schlafsackmodell ewig bis ziemlich lange dauern. Also für den Anfang ist ein Schlafsack deshalb definitiv eine schlechte Wahl hinsichtlich dessen, dass man ein sicheres Lager haben möchte, das man eben notfalls auch schnell verlassen können muss.
Das ist dann wirklich so ein Faktor, da ist ein Schlafsack nicht für geeignet. Wenn ihr dann trotzdem unbedingt einen Schlafsack braucht, um euch eben geborgen und sicher zu fühlen und ihr das nötige Kleingeld habt, da gibt es Militärschlafsäcke, die einen Reißverschluss quasi auf Höhe des Brustbeins haben, aus denen man sich quasi erheben kann, und der Reißverschluss ist dann so leichtgängig, dass der Schlafsack quasi beim Aufrichten aufreißt und man dann sehr schnell raus ist. Also das ist so der Kompromiss, der warm ist und trotzdem ein schnelles Flucht- oder Angriffs- oder was auch immer Verhalten ermöglicht. Kostet aber das nötige Kleingeld. Daher für den Anfänger, ich glaube, erstmal übernachten im Sommer und mit Decke ist erheblich billiger. So, dann wollen wir mal ein paar Worte zu verlieren zu Schutzmaßnahmen, was man denn unternehmen kann, um sich selbst geschützter zu fühlen. Wichtig ist, es geht um das geschützter Fühlen. Es geht irgendwo natürlich dann auch darum, dass man, um sich geschützter zu fühlen, auch geschützter sein muss. Wobei man da subjektiv sich geschützt fühlen muss und subjektiv geschützt sein muss. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass man wirklich objektiv hier super sicher ist, weil objektiv gesehen gibt es ja auch eigentlich kaum eine Gefahr. Von daher ist da die Objektivität eben bei dieser irrationalen Geschichte, dass man eben Angst im Wald hat, obwohl es da ja eigentlich kaum gefährlich ist. Ich sage absichtlich kaum, weil ja statistisch eine Mini-Chance passiert, dass halt eben doch was passiert. Mini-Chance besteht, dass halt doch was passiert. Deshalb sage ich kaum gefährlich, aber ne, ihr wisst ja, was ich meine. Und ich bin ja im ersten Teil auf die Psychologie des Ganzen schon eingegangen. Daher, ich persönlich halte es für sinnvoll, wenn man dann entsprechend was dabei hat, was einem das Gefühl gibt, dass man sich in Situationen, in denen man von was auch immer angegriffen wird, verteidigen kann. Und das ist dann nun mal im klassischen Sinne eine Waffe. Das kann erstmal einfach ein Knüppel sein. So ein Knüppel hier, wie ich hier habe, also damit kann man schon ordentlich draufdreschen. Das ist also schon wirklich was. Das ist ein Faktor, mit dem man als ein normaler, gesunder Mensch einen anderen normalen, gesunden Mensch ohne entsprechende Nahkampfausbildung, und selbst wenn er die hat, ist man dem mit so einem Knüppel schon mal gleich haushoch überlegen. Wir haben damals beim Kampfsport gelernt, sobald einer eine Waffe hat, machst du folgende tolle Technik: umdrehen, laufen. Weil, das erhöht die Kampfkraft in Anführungszeichen so derartig, allein schon so ein Knüppel, da ist dann nicht mehr mit zu spaßen. Natürlich nochmal, nicht unbedingt besser als ein Knüppel, aber Ehrfurcht einflößender gegenüber ein menschliches Individuum zumindest, das tatsächlich als Räuber im Wald kommt und einen überfällt. Wir wissen alle, dass das total unrealistisch ist. Es geht um die Psychologie, ja? Also erzählt mir nicht, das ist total unrealistisch, du bist ein Blödmann, weil du so einen Quatsch erzählst. natürlich ist das super unrealistisch. Es geht um die Psychologie, ne? Nochmal betonen. Da gibt es dann natürlich mehrere Möglichkeiten. Es kann einem psychologisch reichen, einfach irgendein Messer dabei zu haben, dass man sagen kann, oh, ich habe irgendein Messer und kann mich damit verteidigen. Und selbstverständlich ist so ein stinknormales Bauhaus-Mora auch schon durchaus als Waffe einsetzbar und tut entsprechend weh und ist auch entsprechend potenziell eine gefährliche Waffe. Und die Frage ist, ist man damit jetzt wirklich gefährlicher als mit so einem Stock? Weil wenn du so einen Stock vernünftig handhabst und damit ordentlich triffst, dann reicht das auch, um den Gegner erstmal außer Gefecht zu setzen. Und so ein Stock hat einfach eine viel größere Reichweite, wenn man mit so einem Messer halt eben super nah ran muss. Kann man sich jetzt eben streiten, inwiefern jetzt so ein Messer überhaupt gefährlicher ist. Und jetzt mag es noch Leute geben, nehmt es mir nicht übel, aber für die ist Messer nicht gleich Messer. Und das ist ja bei uns Bushcraftern bei allen der Fall, weil wir alle unsere Lieblingsmesser und so weiter und so fort haben. Und da könnte es vielleicht eventuell für den einen oder anderen hilfreich sein, nicht irgendein Messer dabei zu haben, sondern ein großes Messer. Und da bietet sich meiner Meinung nach definitiv das gute alte, universell einsetzbare Glock-Feldmesser an. Das ist nämlich nicht nur ein wunderbares Objekt, um damit irgendwelches Zeug zu schneiden oder Holz zu spalten oder Holz zu hacken oder theoretisch auch Löcher zu graben. Wobei es dann natürlich stumpf wird und man das eigentlich nicht tun sollte. Jedenfalls ist es wunderbar für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten, gerade härterer Art, zu gebrauchen. Und es ist halt ein verdammtes Kampfmesser.
Also diese Dolchform, diese hier auf der Rückseite auch nochmal zusätzlich angeschliffene Klinge, macht das Ding zu einer hervorragenden Stoßwaffe. Und gleichzeitig hat es noch eine sehr lange Klinge, kann auch hackend, schneidend verwendet werden, kann aufgrund des Griffs auch hervorragend andersrum verwendet werden und ist tatsächlich eben ein effizientes Kampfmesser. Es ist so, selbstverständlich brauchen wir sowas nicht. Aber es könnte für den einen oder anderen einfach psychologisch ein schöner Faktor sein, dass er sich sicherer fühlt, wenn er weiß, er hat ein vernünftiges Kampfmesser dabei. Rechtlich, nochmal kurz zum Hintergrund, sowas darf man natürlich nicht führen, außer man macht Video- oder Fotoaufnahmen interessanterweise. Also ich darf gerade aktuell. Aber wenn man das Ding jetzt neben sich liegen hat, im Schlaf quasi, in einem Lager im Wald, es gibt keinerlei rechtliche Belege dafür, dass das dann noch führen ist. Also da könnte man jetzt schon sagen, das ist so ein bisschen Grauzone. Andererseits heißt es auch wieder in der rechtlichen Geschichte, dass gerade eben das Führen eines Messers zu Verteidigungszwecken kein anerkannter Grund ist, um das Messer zu führen. Die Frage ist also, ist es Führen, wenn man ein Messer beim Pennen im Wald neben sich liegen hat? Das überlasse ich jetzt mal euch und ich überlasse es auch eurer Verantwortung, ob ihr sowas dann braucht. Wenn, dann würde ich vorschlagen, dass man sich so ein Messer eben entsprechend neben sein Lager legt. Und zwar grundsätzlich ist es wichtig, dass man all sein Zeug so hinlegt, dass man es immer an die gleiche Stelle legt und immer weiß, wenn ich jetzt rechts neben mich fasse, dann kriege ich meine Lampe in die Pfote. Wenn ich links neben mich fasse, dann kriege ich mein Messer in die Pfote, zum Beispiel. Oder was dann halt, oder meine Gabel, oder je nachdem, was man dann halt der Meinung ist, unbedingt sehr schnell zu brauchen, Flasche zu trinken. Messerdiskussion, schwierig. Wer sich dann noch sicherer fühlen will hinsichtlich seiner Bewaffnung, kann natürlich auch Pfefferspray, CS-Gas, selbst eine Gaspistole oder sonst was vor Ort haben. Was natürlich auch nochmal eine schöne Idee ist, ist tatsächlich ein Speer, weil ein Speer ist nochmal besser als ein Knüppel. Ein Speer ist dann tatsächlich, sofern der Gegner noch weit genug weg ist, dass einem ein Speer aufgrund seiner hohen Reichweite was bringt. Für den Nahkampf ist dann natürlich wieder ein Messer besser. Aber ein Speer ist witzigerweise nämlich überhaupt nicht illegal. Da könnt ihr den Speer noch so gut ausbauen zu einem noch so tödlichen Modell von Speer. Das ist scheißegal. Auch wenn man ein normales, legales Messer vorne dran knotet, das ist dann auch Wurst. Es bleibt einfach ein Stück Holz. Und ein Stück Holz ist in dem Sinne nicht illegal. Also mit Speer, da lässt sich einiges machen. Wer das möchte, kann sich ja einen entsprechenden Speer bauen. Oder auch einen angespitzten Knüppel oder was auch immer. Und noch ein kleines Wort zur Messerfrage, also zur rechtlichen Messerfrage eben für Verteidigungszwecke. Sowas kann man auch nochmal erklären, dass man damit eben Holz spalten muss, dass man damit sich eine Toilette graben muss, dass man damit Holz hacken muss, irgendwie sowas. Das ist also als Buschmesser irgendwo noch glaubhaft irgendwie rüberzubringen, dass man das Ding nur als Buschmesser verwendet. Und obwohl es ein Kampfmesser ist, das einem scheißegal ist quasi. Unglaubwürdig wird's, wenn man dann zum Beispiel sowas hier dabei hat. Weil das ist nämlich nicht mal mehr universell verwendbar, sondern das ist definitiv einfach nur noch eine Waffe. Frag mich nicht, warum ich sowas besitze. Ich war jung und hatte das Geld. So rum. Also wirklich, dieses Ding absolut nur noch als Waffe zu verwenden. Damit kann man nicht gescheit schnitzen, zumal es außerdem noch eine Fehlschärfe hat. Das kann man jetzt hier in dem Winkel ganz gut sehen, die bis relativ weit vorne geht. Also der scharfe Teil der Klinge beginnt hier quasi. Da. So rum muss ich es zeigen. Der scharfe Teil der Klinge beginnt erst ab hier. Also das heißt, das ist eine reine Stichwaffe. Das Ding ist nicht zum Schneiden gedacht, sondern tatsächlich bloß zum Zustechen. Dazu hat es dann auch so eine Scheide, die sich praktisch überall befestigen lässt, eben durch diese Löcher auch direkt am Bein, am Unterschenkel, am Arm, sonst wo. Und mit diesem Clip hier lässt es sich auch hervorragend in jeder x-beliebigen Stellung am Gürtel befestigen. Das Ding ist eine reine Waffe. Sowas wird ganz, ganz schwierig zu erklären, weshalb man das bitte mit sich führt. Also das ist mal so als Negativbeispiel, was zu weit geht. Abgesehen davon, dass das Ding relativ kurz ist. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Weil gerade eben dadurch, dass es kurz ist, lässt es sich eben verdeckt tragen, heimlich ziehen und dann entsprechend auch verwenden. Dass sowas nicht zu führen ist, beziehungsweise dass es verboten ist, sowas zu führen in Deutschland, das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt.
Also ganz ehrlich, weil das ist wirklich nur eine Waffe. Das ist nicht irgendwie für was anderes zu gebrauchen. Wie gesagt, ich war jung und hatte das Geld.